Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Event präsentieren. Und zwar geht es heute mal wieder um eine Mythic-Plus-Kiste. Und dazu war ich letzte Woche wieder fleißig, habe ein bisschen im Plus gespielt. Und zwar war ich eine 16er Mythic-Plus und ein paar 15er habe ich auch noch gelaufen, aber die höchste zählt ja. Und da müssten wir jetzt einiges an Tisanen-Residium rausbekommen und vielleicht sogar, wenn es gut läuft, bekommen wir noch ein gutes Item raus. Ich könnte auf jeden Fall noch einen zweiten guten Ring gebrauchen. Und ja, drückt mir die Daumen und wir schauen, was ich krieg. Oh, ich habe Hände gekriegt. 440er mit Sockel. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen was von diesen Essenzen. Ach, übrigens, eine PvP-Kiste haben wir auch noch. Und was habe ich bekommen? 22.400 Titanresidium für die 16er. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen, der selber noch knapp am Titanresidium ist und da ein bisschen was sammelt, um sich noch ein Tierteil kaufen zu können. Und was habe ich denn für einen Schlüssel bekommen? Schrein der Stürme auf 15. Oh, den könnte ich die Woche vielleicht dann auch noch laufen. Soweit zu der Kiste. Ich muss mir das mal durchsimmen, ob die Hände besser sind als die. Einen Sockel haben sie. Das könnte vielleicht was ausmachen. Da muss ich mal schauen. Da bin ich mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher. Aber die habe ich heute aus dem Raid bekommen. Die sind vom Endboss. Und die sind doch schon sehr gut, weil die so einen Damage-Proc drauf haben. Und sie haben auch noch Vermeidung drauf. Deswegen muss ich da mal schauen, ob die anderen, die zwar vom Item-Level jetzt einen Ticken höher sind, ob die besser sind. Warte, wo sind sie denn jetzt hin, die Handschuhe? Ja, wir gucken uns jetzt da hinten an. Ich habe zu viel Zeug im Inventar rumliegen. Hier, die hier. 440 mit Sockel ist schon nicht allzu schlecht. So, zusätzlich können wir uns jetzt noch eine PvP-Kiste aufmachen. Das machen wir jetzt gleich nochmal. Ich hatte nämlich auch das PvP-Cap letzte Woche voll gemacht. Da werde ich jetzt aber nichts Spektakuläres kriegen. Was ist denn das? Achso, das sind die Dinger. Einen T-Kopf habe ich halt oder kein T-Kopf, sondern einen Azerit-Kopf habe ich bekommen, aber 415, das wirst du vergessen können. Wir schauen uns jetzt aber dennoch einmal die Stats an. Und hier habe ich jetzt die neuen Essenzen bekommen, ne? Da brauche ich aber 15 Stück. Da muss ich hier ein bisschen Rating, denke ich mal, hochspielen. Ja, okay, das Ding hat ziemliche Scheiß-Trades drauf. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier von denen habe ich jetzt genug zusammen. Tank-Spezialisierung, ja. Da kann ich mir jetzt die Dreier-Essenz herstellen. Achso, und hier müsste ich quasi dann auf DD umstellen. Dann könnte ich meine Essenzen noch basteln. Dann mal stellen wir mal hier um. Brauche ich denn da... Ah, für die aktuelle Spezialisierung habe ich schon alles. Ah, hab ich für DD auch schon fertig? Nein, erzähl mir doch nichts. Okay, da muss ich mal gucken. Heal brauche ich, glaube ich, hier noch. Das sind die Raid-Teile. Und die PvP-Dinger, die kann ich jetzt leider nicht fertig machen. Da habe ich erst quasi 1 von 15. Da müsste ich ein bisschen Arena-Rating hochspielen, dass ich das noch weiter basteln kann. Und sonst sind es hier noch eine Essenz, die du hier über diese Bonus-Dinger bekommst. Warte, wo ist es? Das Zeug brauche ich noch, diese Ruf zu den Waffen. Da muss ich noch ein bisschen Worldquest machen. Könnte aber sein, dass ich da hinkomme schon die Woche, wenn ich da noch 3 bekomme. Müsste ich mal gucken. Hier kriege ich noch 1. Nasmir bekomme ich 1. Und das hier bringt auch nochmal 1, oder? Nee, das bringt keins. Verdammt, sind es nicht immer 3 Stück? Weil ich bräuchte noch 3. Mit 10 kannst du nämlich wieder ein Ding kaufen. Da muss ich mal schauen. Und hier kann ich dann die Rang 4 Essenz kaufen, sobald ich den Schlagzugtaktiker oder Schlagzugsfeldmeister, so rum ist es, wenn ich den auf Max habe, also die 100.000 gefarmt. Ja gut, soweit dazu. Ich habe auf jeden Fall einen Haufen Titanresidium und vielleicht Hände bekommen, die ich brauchen kann. Die muss ich noch durchsimmen. Müssen wir mal gucken. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare rein, was ihr so bekommen habt. Würde mich mal interessieren, ob irgendjemand was krass Hochgerolltes gekriegt hat. Und ja, damit verabschiede ich mich an der Stelle. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.